Grüß euch alle hier bei uns im Piraten vor Ort Büro Schöneberg. Das ist das Büro von Alexander Spieß und mir. Und wir machen hier häufige Veranstaltungen und sind froh, heute sozusagen die Piratenfraktion begrüßen zu dürfen, namentlich Andreas, unserem verkehrspolitischen Sprecher unter anderem. Und zwar zu einem zweiten Teil einer Veranstaltungsreihe zum Thema Fahrscheinlos. Denn wer Fahrrad fährt, fährt natürlich auch fahrscheinlos. Allerdings in Berlin leider auch nicht völlig ungefährlich, wie wir heute leider wieder einmal feststellen mussten und tragischerweise vor Augen geführt bekommen haben. Und da gilt es also auch noch einiges zu verbessern, was so die Situation von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern in Berlin angeht. Und das ist das, worüber wir heute mit euch reden wollen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank an unsere Gastgeber. Und ich begrüße natürlich ganz besonders auch noch unseren Gast, den wir heute nämlich noch nämlich Bettina Harz, die schon länger auf dem Fahrrad unterwegs ist und unter anderem dazu auch ein Buch geschrieben hat, auf dem Rad, eine Frage der Haltung. Ich habe es gerade angefangen zu lesen, durchaus interessant. Die ersten beiden Seiten. Also ich muss sagen, das ist auf jeden Fall spannend, die ersten Seiten zu lesen, weil es da um die Geschichte und die Historie geht und so weiter. Aber das Buch soll heute nicht im Mittelpunkt stehen, aber ihr könnt natürlich dazu gerne auch im Anschluss noch fragen, oder ich sehe da auch noch ein paar Exemplare. Ja, Gesamtnetz, das soll ja eine Reihe sein, wo es eben um sozusagen die Verkehrsinfrastruktur Berlins geht. Und in Berlin gibt es eben außer einem ÖPNV, der durchaus zu verbessern ist, auch viel Radverkehr. Und das steht heute im Mittelpunkt. Und die Frage ist eigentlich, oder ich würde ganz gerne mal zu Beginn in die Runde fragen, was euch eigentlich bei den Stichworten Radverkehr und Berlin einfällt. Und das würde ich mir dann mal eben notieren. Und dann möglicherweise im Lauf der nächsten Runde nochmal darauf zurückkommen. Und ja, weiß ich nicht. Ich würde mal Simon fragen. Du bist ja auch mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, und mir fällt zu dem Thema vor allem ein, benutzungspflichtige Radwege, die durch Straßenbäume zu absoluten Mondlandschaften geworden sind und wo man eigentlich kaum ohne Gehirnerschütterung durchfahren kann. Okay, das heißt, du fährst auf den Radwegen. Ja, ich versuche mich an die Verkehrsregeln zu halten, wenn es okay. Gerade nicht anders geht. Gut, ja, gibt es sonst noch, fällt dir was ein? Konfliktsituationen mit Autofahrern und Fußgängern, das kann das auch halt eben daher rühren, dass man auch vielleicht von der Infrastruktur dahin genötigt wird, den Konflikt mit in diesen Verkehrsparteien zu geraten. Okay. Ich mach's mal positiv. Ja. Sinnvollste Art und Weise, sich fortzubewegen in der Großstadt. Ja. Das hat unglaublich zugenommen. Ich fahre seit ungefähr 15 Jahren Fahrrad hier in Berlin und ist in den letzten Jahren nicht explodiert. Und der Verkehrsraum reicht manchmal einfach nicht mehr aus. Verkehrsraum und auch Abstellgelegenheiten natürlich. Diebstahl nimmt zu. Ja. Es gibt viele Ideen aus anderen Städten, wenn man mal was liest. Ich denke so, ach, wie geil wäre das in Berlin. Also Berlin ist total stehen geblieben in dem, was man für diese Menge an radfahrenden Menschen machen könnte. Also sowohl was Tempo angeht, Konfliktvermeidung. Also kann man nur neidisch sein auf, was nicht, Kopenhagen, London inzwischen sogar. Aber man denkt auch noch über ein Modellprojekt. Ne? Immer mal. Ja? ja, man denkt immer über Modellprojekte nach, aber ganz viele. Ich schreibe das mal in Klammern noch dazu: Modellprojekt. Ja, Modellprojekt Tempel und Verfeld. Ja, das ist nicht so sehr gute Fahrradwege auf diesem Tempelhoferfeld, muss man sagen. Was nochmal ein Thema ist, ist Differenz Innenstadt-Peripherie. Das ist in der Peripherie teilweise was. Also ich bin viel in südlichen Prenzlberg Mitte unterwegs, wo es einfach schön ist. Und wenn ich nach Bangor rausfahre, ist es teilweise immer noch richtig scheiße.
wenn du nach Pankow und Bukavu rauskommst, dann je weiter dich zur Stadtgrenze bewegst, desto autoverseuchter wird das. Ja. Gut. Ich würde es dabei erstmal belassen und mal Bettina fragen, was muss eigentlich mit einer Stadt passieren, wenn sich in dieser Stadt so viele Radfahrer fortbewegen? Und wie nimmst du die aktuelle Situation wahr, wenn du morgens in Linux fährst? Ich habe das große Glück, morgens nicht losfahren zu müssen. Nee, das ist ja ich arbeite zu Hause. Aber ich fahre relativ selten im Berufsverkehr und wenn ich mal fahre, dann sehe ich immer diese, was mal beschrieben wird, also jetzt im Sommer diese Fahrradtrauben an den Ampeln. Aber was jetzt hier schon als Stichwort kam, es ist eigentlich die Lage, die man jetzt, also wie sie jetzt ist, wir fahren hier Fahrrad, obwohl und nicht, weil es eine Radinfrastruktur gibt. Also es ist sozusagen, dieses Wachstum hat sich durchgesetzt, obwohl die Bedingungen schlecht sind. Und also ich frage mich immer, was würde passieren, wenn man das jetzt noch fördern würde? Dann wäre Berlin wahrscheinlich wirklich Fahrradhauptstadt. Denn die Leute fahren ja sowieso schon Fahrrad. Und wenn die Infrastruktur jetzt noch passen würde, dann würden noch Leute Fahrrad fahren, denen es jetzt zu unsicher ist oder die eben auf ihr Auto nicht verzichten können. Und wenn wir dann auch im öffentlichen Verkehr kommen und sagen, das wäre jetzt sozusagen das zweite Standbein in Berlin, wenn das auch noch super funktionieren würde, dann ja, gäbe es wahrscheinlich gar keine Autos mehr. Aber ist das nicht gefährlich, frage ich mal ketzerisch, wenn man den Radverkehr noch attraktiver macht, als er von Haus aus schon ist und dann die ganzen Autos, SUVs und Ähnliches gar nicht mehr richtig durch die Stadt durchkommen? Wir hatten als kleine wir hatten heute tatsächlich die Diskussion um ein konkreten Umbau an der Holzmarktstraße im Bauverkehrsausschuss, wo es eben darum ging, den Radweg auf die Straße zu verlagern, wie es inzwischen auch vielfach gemacht wird und was aus meiner Sicht natürlich durchaus sinnvoll ist, weil es die Sichtbarkeit und so weiter erhöht. Es gibt natürlich auch Vor- und Nachteile, aber der Gegenwind kam natürlich sofort aus der CDU, wo sich dann der entsprechende Kollege tatsächlich auch nicht der Fraktionsdisziplin in seiner Fraktion im Ausschuss unterworfen hat und sozusagen nicht zugestimmt hat der entsprechenden Vorlage, weil er dagegen gesprochen hat, dass er dann dem Autoverkehr tatsächlich eine Spur auch weggenommen hat. Das heißt also, hier findet, wie es geplant, eine Umverteilung des Raumes irgendwie vorzunehmen und dann wird natürlich gesagt, ja, aber was passiert dann mit dem Auto, dann bleibe ich irgendwie ja total stecken. Also der politische Wille müsste sein zu sagen, und das kann man ja in anderen Städten beobachten, dass es den erklärtermaßen gibt, der motorisierte Individualverkehr muss reduziert werden zugunsten anderer Mobilitätsformen. Und das ist genau diese Ansage fehlt in Berlin. Ja, und in dem Moment würde sozusagen dieses Argument ja wegfallen, weil es genau das wäre, was man sich wünscht. Dass also andere Mobilitätsformen den Autoverkehr ersetzen. Und weiß ich nicht, wie jetzt der Kollege darauf reagieren würde. Er will halt sozusagen eine Verkehrsform weiter privilegieren, die in den letzten Jahrzehnten privilegiert wurde. Aber verliert er aus dem Blick, dass ganz viele Menschen darunter leiden. Also ich weiß immer nicht so richtig, wie man eigentlich argumentiert. Also ich finde ja, das Auto ist eigentlich nicht mal ein gleichberechtigtes Verkehrsmittel, weil es permanent Gesundheitsschäden und andere Schäden verursacht. Wenn man jetzt das Fass ganz groß aufmachen will, bis hin zur Umweltzerstörung und Kriegen, die deswegen stattfinden, weil wir Benzin brauchen dafür. Um das klarzustellen, ich bin natürlich nicht der Meinung, dass man dass man das nicht machen sollte, oder dass jetzt irgendwie die Autos dann besonders behindert wären. Letzten Endes geht es ja auch immer darum, ein möglichst breites Angebot zu machen, dass eben diejenigen, die sich in Berlin fortbewegen wollen, sich auch angemessen fortbewegen wollen. Das Erstaunliche ist ja immer, dass der Anteil des MEV in Berlin ja schon verdammt niedrig ist. Es sind ja schon sehr wenige, die einen PKW haben.
also im Innenstadtbezirk sind wir, glaube ich, bei Max, also im Inhalt des S-Bahn-Rings bei unter 40% irgendwie der Haushalte, die noch ein eigenes Auto haben. Ja, 31, glaube ich. Also, ja, das ist immer ein bisschen regional verschieden und man kann es nicht eindeutig irgendwie, aber es wird immer so gesagt, die Leute wollen es aber und wir können uns nicht unbeliebt machen, weil wenn man sich anguckt, dass die Haushalte haben überhaupt keine Autos. Und trotzdem wird irgendwie auf sie Rücksicht genommen. Also das ist ja das, was das Ganze immer so schräg macht. Ne? Ja. Also ich muss sagen, bei den aktuellen Zahlen wird mir persönlich da natürlich noch viel zu wenig gemacht. Also gerade bei den Steigerungen. Also das Stichwort kam ja, der hat extrem zugenommen. Jetzt wird irgendwie, gab es ja vor einigen Jahren, ich weiß nicht wann, wurde ja nochmal festgelegt, wie breit sozusagen ein Radweg auch auf der... Oder ein, 2010, war es von 2010, wo die Mindestmaße drin genau. Und das Ding ist aber ja, das ist von 2010 und seit 2010 ist eben auch einiges passiert. Das heißt also, der gleiche Anteil des Radverkehrs, gerade das, was auch zur Sprache kam, dass man eben an der, dass es sich an der Ampel schaut und dass man sozusagen auch als Radfahrer inzwischen durchaus in die Situation kommt, dass man eben im Stau steht. Auf diesen Aspekt wird meiner Ansicht nach eben auch noch zu wenig Rücksicht genommen. Das ist aber auch eher so eine Geschichte, wo man sagen könnte, okay, das kann man dann irgendwie anpassen und dann reagiert man darauf. Es gibt aber ja noch ganz andere Möglichkeiten, mit dem Radverkehr umzugehen. Du hast dazu ja auch eine ich wollte vielleicht davor noch was sagen. Also ein großes Problem, was Berlin hat, ist, dass es gar keine Daten gibt, es gibt gar keine aktuellen Daten. Also die letzte, also wirklich Daten jetzt vom Senat, die Stichhalte sind von 2008. Das ist alles vor diesem Radboom. Es gibt keinen, also jetzt soll installiert werden, ein Radverkehrszähler, in anderen Städten längst Standard ist, sondern weiß gar nicht offiziell, also es ist alles so geführte Dinge oder Beobachtungen, wie eigentlich der Radverkehr zugenommen hat in den letzten 6, 7 Jahren. Das zweite ist eben zum Beispiel auch Geschwindigkeiten, also der Radverkehr ist auch schneller geworden. Ein Riesenproblem ist der gesamte Verkehr mit Lastenrad, also ich habe auch jetzt ein Lastenrad seit kurzem und das ist eine völlig neue Fahrsituation, weil man halt wirklich viel im Stau steht damit, wenn man nicht mehr durchkommt. Und dafür müsste ja auch eine Infrastruktur gebaut werden, wenn man das dann fördern möchte. Die existiert überhaupt nicht. Also da kommen jetzt schon so Dinge hinzu, zu denen aber sozusagen gar keine statistischen Werte, mit denen man dann wieder operieren könnte, für die Zukunft existieren. Also man müsste erstmal massiv eine Datenerhebung machen, möglichst aktuell, und die auch so aufbauen, dass ganz schnell immer wieder neue aktuelle Werte generiert werden können. Also ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was existiert. Und das zweite ist halt, das ist jetzt sozusagen das große politische Thema des heutigen Abends, braucht es, wenn man sagt, man will motorisierten Individualverkehr reduzieren und andere Verkehrsformen, eine andere Art von Mobilität fördern, braucht es dafür eine große Vision oder kleinteilige Maßnahmen in den Bezirken oder auf noch kleinerer Ebene, ja, wirklich so Quartiersmanagement oder so. Da wollten wir heute drüber reden. Ne? Genau. Und ich habe ja, also dieses Buch ist von 2012, das ist jetzt, als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, es passiert eigentlich, also ich wirklich so in den letzten 3 Jahren, ich habe so das Gefühl, so, boah, es ist eine ganze Welt aufgegangen. Vor 3 Jahren war die Stimmung so anders. Es sind viel weniger Leute. Ich war im Winter alleine auf dem Fahrrad. Jetzt fahren ganz viele Leute auch im Winter durch. Ich meine, es ist im Frühling dann immer trotzdem nochmal schön, weil es auch immer irgendwie so Faktor 10, Faktor 20 ist. Aber ich habe so das Gefühl, die Stimmung ist ganz anders und auch die ganze Info, also die sozusagen, was mit dem Fahrrad und mit den ganzen Komponenten am Fahrrad passiert ist. Fahrradklamottenbeleuchtung bringt den Radverkehr auch sehr voran. Also das sollte man auch nicht so kleinreden. Also gerade diese Beleuchtung finde ich zum Beispiel super, die Entwicklung. So, das war jetzt mal am Rande. Und ich habe in dem Buch einen ganz kurzen Abschnitt eigentlich eine Vision entwickelt. Damals wusste ich noch nichts von Jan Giel. Jan Giel ist der große Stadtplaner, Stadtentwickler, Stadtforscher, der Kopenhagen und jetzt seitdem noch viele andere Städte auf der Welt
umgebaut hat. Und sein Konzept ist eben zu sagen, wir brauchen nicht Städte für Verkehr, sondern wir brauchen Städte, in denen Menschen leben wollen. Und Verkehr entsteht ja immer nur dann, wenn man Bedürfnisse nicht da befriedigen kann, wo man sich aufhält. Also wir müssen eigentlich erstmal fragen, warum bewegen sich Menschen eigentlich von A nach B. Also das kann ich jedem nur empfehlen, das ist jetzt seit Februar auf Deutsch erschienen, da reinzugucken. Eigentlich beantwortet er alle Fragen. Man müsste nur sagen, lieber Senat, da mal reinschauen und dann einfach mal umsetzen. Das kann man auch wirklich so, also man kann sagen, man nimmt sich einen kleinen Stadtteil, man kann es aber auch aufziehen auf die ganze Stadt. Also das ist einem so wunderbar, dass es sozusagen ganz minimalistisch geht, aber es geht eben auch für Gesamt-Berliner dauert es halt ein bisschen länger übertragbar sein. Man muss halt nur mal schauen, was ist konkret vor Ort. Also das ist bei ihm auch sehr beeindruckend, dass er wirklich ganz genau sich anschaut, was jede Stadt ist ein bisschen anders, klimatisch, topografisch und so weiter. Wie muss ich da die Stellschrauben anziehen oder lockern, damit sich Dinge ändern? Und ja, die große Vision wäre eben zu sagen, wollen wir eine Stadt für Menschen haben oder wollen wir eine Stadt für Autoverkehr haben? Und ich glaube, die allermeisten Menschen wollen eigentlich eine Stadt für Menschen. Und dann muss man im Kleinen gucken, was man ändern kann, damit es möglich ist. Ja. Gibt es denn, oder hast du selber, gibt es irgendwelche Ansätze, die du hast, damit sich so eine Änderung irgendwann vielleicht realisieren lässt? Ich weiß jetzt nicht, ob du genau die Fragen meinst. Naja, also es gibt ja einmal die Möglichkeiten, also wir haben ja jetzt die Erfahrung gemacht oder gelernt, wie Politik so in der Praxis funktioniert im Abgeordnetenhaus. Also wir sind da ja 2011 im Prinzip auch erstmal als durchaus politisch interessierte Menschen da reingewählt worden, ohne jetzt irgendwie aus eigener Erfahrung schon zu wissen, wie sieht die Struktur jetzt ganz genau aus. Und diese romantische Vorstellung, dass man eben dann tatsächlich auch auf die Politik mit einem Antrag oder ähnlichem konkret Einfluss nehmen kann, dass man seine Position darstellt und dann versucht, andere zu überzeugen, unter anderem in einer Ausschussberatung oder ähnlichem. Das muss ich wirklich sagen, war tatsächlich eine romantische Vorstellung, die nichts mit der Praxis zu tun hat. Das ist nicht romantisch, das Habermas, oder? Da sieht das ein bisschen Argument aus. Ja, aber also in der Praxis funktioniert es halt tatsächlich anders, meines, wie ich das erlebe. Es gibt natürlich immer so ein bisschen die Möglichkeit, da irgendwie das eine oder andere in eine entsprechende Richtung zu bewegen. Der Hauptzweck ist aber tatsächlich da dann mehr oder weniger die öffentliche Diskussion. Und die in meinen Augen interessantere Option ist dann natürlich zu versuchen, dass natürlich diejenigen, wir sind jetzt in der Opposition und können de facto erstmal nichts entscheiden, natürlich darauf Einfluss zu nehmen, dass die richtigen Entscheidungen von denjenigen getroffen werden, die dann auch die Entscheidungen treffen können. Und da gibt es ja verschiedene Wege, dann eben darauf Einfluss zu nehmen. Ich meine, das beste Argument natürlich für den Radverkehr ist eigentlich das, dass man sich eigentlich nur sozusagen sehenden Auges durch die Stadt bewegen muss. Jedenfalls mir leuchtet das jedes Mal sehr stark ein, wenn ich morgens aufs Fahrrad steige und zum Abgeordnetenhaus fahre oder wohin auch immer. Das ist oftmals, also ich kann es inzwischen oftmals auch gar nicht mehr nachvollziehen, wie man dann in dieser Situation noch ins Auto steigen kann, um sich dann mit dem Auto in dieser Stadt vorzubewegen. Also das ist eigentlich für mich... Sie haben ja gesagt, mich vorzubewegen. Genau, und die Frage ist jetzt natürlich nur noch, okay, welche Ideen oder Konzepte gibt es halt, um dafür zu sorgen, dass diesen Blick vielleicht auch, oder dass alle auch die Chance haben, irgendwie das zu erleben und diesen Blick zu bekommen. Vielleicht braucht man ja auch einfach mal, ist mir neulich auch eingefallen, so geführte Radtouren, wie fahre ich bequem zu meinem Arbeitsplatz, wo man auf einmal Leuten einfach zeigt, welche schönen Wege es auch gibt, abseits von Autoverkehr oder ähnlichem. Gibt es da irgendetwas, wo du eine Idee hast, wie man da vorgehen könnte? Ich meine, du schreibst natürlich auch
viele Artikel oder beschäftigst dich sozusagen als Journalistin mit dem Bereich, was natürlich auch ein Aspekt ist, einfach für Öffentlichkeit und Diskussion zu sorgen. Aber gibt es da irgendwie eine Idee, wie man da sinnvollerweise vorgeht? Ich muss dazu sagen, ich habe sie erstmal nicht, außer solche Ansätze eben, wie ich sie eben erläutert habe. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist überhaupt für Verhalten von Menschen, ist, dass Menschen andere Erfahrungen machen müssen. Also wir sind totale Gewohnheitstiere, das weiß jeder von sich. Und alles, was neu ist und anders ist und was wir nicht kennen, lehnen wir eigentlich fast immer erstmal ab. Also das ist ja auch bei allen Dingen so, diesem Stadtumbau, erstmal sind die Leute alle dagegen, dann wird es doch gemacht. Also das betrifft jetzt nicht jedes Projekt, aber und dann, also bei mir zum Beispiel jetzt in Moabit, wurde gerade der sogenannte kleine Tiergarten umgebaut. Ein Riesenprotest und viel zu teuer und so. Jetzt sind sie fast fertig. Man sieht jetzt schon, wie schön das werden wird. Das ist völlig klar. In 2 Monaten werden alle begeistert sein. Vorher saßen da die ganzen Leute, Alkoholiker, irgendwie, es war alles völlig abgeranzt. Niemand hat da seine Kinder zum Spiegel geschickt. Es wird jetzt gerade also wirklich wunderschön. Ja? Es wird das Ganze, den ganzen Bezug da oder diesen Teil Turmstraße total aufwerten. Aber erstmal waren alle dagegen, weil es eine Veränderung war. Und ich glaube, das ist mit dem Verkehr ganz genauso. Also Leute sind von klein auf gewöhnt, mit dem Auto sich fortzubewegen und kennen gar keine andere Art. Und wenn man dem jetzt, gerade wenn jetzt so schönes Wetter ist, alles so wunderschön grün, jetzt mal sagt, so jetzt versucht doch einfach mal, vielleicht nicht im Berufsverkehr, sondern so probier das mal aus, dann machen die andere Erfahrungen und steigen dann vielleicht um. Eine zweite Möglichkeit ist zu sagen, ich setze andere Anreize, das ist ja gerade in der britischen Politik, es ist jetzt so diese Nudges-Theorie zu sagen, okay, ich habe sozusagen eine Vorstellung, wie Leute sich verhalten sollen, ich muss Anreize setzen, damit die ihr Verhalten ändern und also sozusagen das alte Verhalten bestrafen und neues Verhalten belohnen. Das ist jetzt so ein, also auch ein bisschen umstrittener neuer Politikansatz und dann könnte man sagen, okay, wir müssen jetzt einfach flächendeckende Parkraumbewirtschaftung einführen. Parken wird teuer, was jetzt kostenlos ist. Dafür mache ich öffentlichen Verkehr, baue ich super aus und schaffe ein neues Angebot, was man alternativ nutzen kann. Ganz viele Leute werden dann Fahrrad fahren, ÖPNV benutzen, zu Fuß gehen und ihr Auto abschaffen oder stehen lassen oder müssen es halt in die Garage stellen oder für ihren Stellplatz bezahlen. Also das wäre so die zweite Möglichkeit. Aber wir sind halt so verhaltenskoordiniert und folgen dem immer und irgendwie müssen von außen ja, Strafen, Belohnungen kommen, damit wir unser Verhalten ändern. Wie hast du das erlebt, dass andere Städte ja schon seit langer Zeit auch eine inzwischen Tradition haben, besonders fahrradfreundlich zu gelten, beziehungsweise sich halt besonders auch um den Fahrradverkehr zu kümmern? Wie schätzt du das ein, dass dieser Trend auch in Berlin oder in Deutschland überhaupt ankommt? Also deswegen sitzen wir hier, weil nächstes Jahr Abgeordnetenhaus Wahlen stattfinden und wir uns wünschen, dass ihr nicht in der Opposition seid. Also ich habe jetzt Anfang Januar habe ich in Bremen so eine ähnliche Veranstaltung über das Thema gesprochen, da war ich noch totaler Verfechter der Theorie, es braucht ganz stark sozusagen Druck von der Straße, um Sachen zu ändern. Inzwischen habe ich mich überzeugen lassen durch verschiedene, also halt sozusagen mir nochmal genau angeguckt, was jetzt so gerade auch in Europa passiert, dass es wahrscheinlich beides braucht. Also es braucht sozusagen Mehrheiten aus der Straße, die irgendwie erkennbar werden. Und das Zweite ist, es braucht politische Entscheider möglichst weit oben, die Maßnahmen einfach durchsetzen. Und das ist das, was man jetzt gerade beobachten kann in London, in Wien, in Paris, in Madrid, auch kleinere Städte in Spanien, also da fällt mir gerade der Name nicht ein, total gute Stadt, die halt sozusagen extrem ihre Innenstädte autofrei jetzt kriegen wollen. Also ich habe hier gleich auch alles, was grün angestrichen ist, also ist hier Paris und Wien, habe ich mal mitgebracht, könnt ihr euch nachher nochmal gerne angucken, was da, also bis darauf, dass man Lieferverkehr wieder aufs Wasser bringt, was in Berlin auch, also das macht Paris jetzt sofort umsetzen konnte. Ja, also es gab das alles mal, kleine Häfen in der Stadt, wo jetzt Parks draus gemacht wurden, am Landwehrkanal und so. Also ein Film haben wir da vorhin drüber gesprochen, in Berlin-Sinfonie einer Großstadt, da sieht man Lieferverkehr in den 20er Jahren.
funktioniert hat und eben vor allem auch ganz stark Wirtschaftsverkehr wird da gezeigt. Gab es natürlich auch schon LKW und PKW, aber nicht in der Zahl. Ja, und dann gibt es natürlich Städte wie Amsterdam und Kopenhagen, die viel, viel mehr Vorlauf haben, aber wir können das vielleicht schneller machen. Also wir müssten einen Fehler auslassen und wollten Sachen, für die 40 Jahre gebraucht haben, vielleicht in 15 bis 20 schaffen. Also E-Mobilität gab es zum Beispiel noch nicht vor 30 Jahren. Ja. Also da konnte man, das kommt jetzt sozusagen als Neues dazu und das konnte man ja schon mal mit einbauen, also was den ganzen Lieferverkehr betrifft zum Beispiel. Also das glaube ich auch, dass gerade in Berlin natürlich eigentlich gute Voraussetzungen gibt, um viele Sachen auszuprobieren. Teilweise wird das ja auch gemacht, also jetzt gerade zum Beispiel mit E-Mobilität oder Ähnlichem gibt es ja auch irgendwie dieses Schaufenster Elektromobilität. Schaufenster, ne? Ja. Alles, was auf zwei Rädern fährt, ist bei denen auch nicht wirklich gut angelegt. Besser wäre, ja, dann würde es bei denen schon auch in erster Linie die vierrädrige E-Mobilität gut angesehen und die zweirädrige wird, wenn es denn unbedingt sein muss, aber eigentlich nicht. Also gerade hat ja. Darf ich ganz kurz dazu? Gerade hat ja in Berlin ein Laden eines Importeurs von Elektrorollern, ich habe auch so einen aufgemacht, und zwar an einer wirklich auch teuren Adresse, und ich hatte halt gefragt, ob da irgendwelche Schaufenstermittel reingeflossen sind, und sie meinten, nö. Die haben da mal mit geredet mit den Verantwortlichen, aber keine Chance. Also da musste schon irgendwie mindestens Mercedes-Benz sein, um da überhaupt an Mittel ranzukommen. Nee, es gab dieses Trauerspiel Helmholtzplatz vorletztes Jahr, also eine Katastrophe, dass sich da Senat und Bezirk geleistet haben. Also das wäre eine grandiose Aktion gewesen, einen Monat lang einen Kiez Verbrennungsmotor frei zu machen. Ja. Und alle haben sich in die Hosen geschissen und keiner wollte. Also das war. Gut, an der Warschauer Straße, die wird ja gerade umgebaut, da wurde ja auch irgendwie massiv protestiert, als würde irgendwie so ein Hipster-Klamottenladen oder der Growshop irgendwie nur dann funktionieren, wenn man direkt vor dem Laden parken könnte mit einem PKW. Das ist ein interessanter Aspekt. Tatsächlich auch habe ich mal davon gelesen, dass es tatsächlich auch möglich ist, sozusagen die Umsätze zu steigern, indem man die Autoparkplätze abschafft bzw. zurückbaut und mehr das attraktiver macht, mit dem Fahrrad dort lang zu fahren, dass dann mehr Leute auch mal spontan anhalten und in ein Geschäft laufen, weil es einfach sehr viel einfacher möglich ist, als erst eine Parklücke zu suchen und man sieht einfach auch viel mehr, man fällt viel mehr auf. Da gibt es natürlich viele Ansätze. Also das entschuldige ich dich jetzt mal kurz, aber weil du das davor gesagt hast, das wäre sowas, was mich an der politischen Arbeit, glaube ich, das frustriert mich ja schon als Journalistin, aber es da halt noch viel, viel mehr frustrieren würde, dass man sozusagen immer dieselben Fakten vorbringt, Studien zitiert, also das von Portland bis, also von Kopenhagen, Amsterdam gar nicht zu reden, es ist nachgewiesen, dass der Einzelhandel in den Innenstädten extrem davon profitiert, wenn man den motorisierten Individualverkehr reduziert. Und all diese Fakten, mit denen dringt man aber nicht durch, wenn man nicht Entscheider hat, die das auch wollen. Ja? Also solange die sozusagen an den PKW haften, bauen die da ihre Parkplätze hin und man, ja, das ist das, also wo ich eben sage, Habermas hat, ist total gescheitert. Ja? Weil es eben nicht das Argument ist, sondern das Vorurteil oder die Meinung oder die siegt. Und das ist das, was am politischen Geschäft, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, wie lange du durchhalten musst, aber ich bin da eher so für die außerparlamentarische Opposition bis hin zum Schaufenster-Scheiben-Einwurf. Ja, also ich habe da eine Idee noch, die man durchaus auch nochmal in einer anderen Runde oder wie auch immer diskutieren könnte, nämlich, dass man sich gerade als sozusagen politisch interessierter Mensch oder Gruppe, die sozusagen auch ein bestimmtes Interesse hat, sich einfach mal die entsprechenden Zuständigen, entweder aus dem Fachbereich oder aus dem, weil sie örtlich ihren Wahlkreis bei dir haben, Abgeordnete zur Brust nehmen, freundlich gemeint, indem man dann einfach auch mal vorbeikommt und sozusagen
auch nachdrücklich und vielleicht für den einen oder den anderen mag das dann auch penetrant erscheinen, darauf pocht und nachfragt, wie denn bestimmte Dinge denn nun sind. Weil eine Sache kann ich auch feststellen, dass nämlich natürlich im Wahlprogramm immer schöne Dinge drinstehen, die dann natürlich auch noch vielleicht Eingang das in der einen oder anderen abgeschwächten Form auch in den Koalitionsvertrag finden. Und dann aber relativ selten Dinge auch konkret, zumindest bei den Themen, die ich mir genauer eben angucke, ich kann mir nicht alles ansehen, auch umgesetzt werden. Also gerade Stichwort Radverkehrsstrategie, wenn man sich die auch vom Senat mal genau anguckt, dann stehen da schon ganz spannende Sachen drin, wo, die ich auch sofort unterschreiben würde, zumindest als ersten Schritt, der jetzt als nächsten Schritt zu gehen wäre in die richtige Richtung. Zum Beispiel das Ziel auch 5 Euro pro Jahr pro Einwohner für den Radverkehr auszugeben. Und dieses Ziel ist ganz offiziell auch schon aufgegeben worden, indem gesagt wird, ja, wir wissen überhaupt, wir haben gar keine Strategie, wie wir das eigentlich erreichen. Das ist nicht absehbar. So viel Geld haben wir auch nicht. De facto, es findet nicht statt. Und ich glaube aber, dass man, wenn man sich möglicherweise dann auch noch für diese Themen offene Abgeordnete auch sucht, da vielleicht auch nochmal einen anderen Zugang findet in die tatsächliche Politik und möglicherweise auch in die Dinge, die dann entschieden und beschlossen werden. Weil eins darf man auch nicht vergessen, ganz so machtlos und ergeben ist das Parlament dann auch nicht. Im letzten werden dort die Entscheidungen ja gefällt und die Regierung regiert zwar, aber zum Beispiel jetzt diese Siebermittel oder ähnliches, das kam auch aus der Mitte des Parlaments im Prinzip, zwar ne, auch aus der Koalition, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, auch bestimmte Dinge auf diesem Weg rauszubringen. Insofern finde ich das auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sozusagen auf der Straße oder in der Öffentlichkeit auf vielen verschiedenen Wegen dafür sorgt, dass bestimmte Themen einfach im Gespräch bleiben und aktuell bleiben und gleichzeitig aber noch versucht, sozusagen auch einen Zugang sozusagen in die, zu denjenigen zu bekommen, die dann auch die entsprechenden Entscheidungen fällen oder auch fällen können. Was ich denn in Berlin, kannst du dazu nur was sagen, so ein bisschen schwierig finde, ist dieses Ausspielen von Gesamt-Berlin gegen die Bezirke und umgekehrt. Also immer so sich so vor den Verantwortungen drücken oder zu sagen, die Verantwortung liegt auch bei der anderen Seite und das geht dann immer so ewig hin und her. Und letztlich kann man so, also für Gesamt-Berlin kann man halt nur eine Verkehrsplanung machen, weil auch Gesamt-Berlin im Auge hat. Und der öffentliche Verkehr ist halt eine Gesamt-Berliner Aufgabe, das kann ich im Bezirk entscheiden. Ne? Und wenn ich sage, das ist sozusagen ein Schlüssel, um auch mehr Rad- und Fußverkehr oder um es besser zu vernetzen, dann habe ich genau diese Schnittstelle, die halt nicht funktioniert. Und die würde erst funktionieren, wenn da eventuell eine andere Regierung oder andere Entscheidungsträger sitzen. Das ist zum Beispiel glaube ich, in Paris eben ganz anders. Ja? Da gibt es zwar auch die Arrondissements, aber es gibt halt eine zentrale, es ist ein zentralistisch organisierter Staat und auch eine zentralistisch organisierte Stadt. Und dieser administrativen Aufbau, den muss man sich halt auch anschauen. Und es ist ja in Deutschland, Gesamtdeutschland, offen manchmal ein Problem mit diesen föderalistischen Strukturen. Das hat auch viele Vorteile, aber wenn man so einen Gesamtplan oder eine Vision umsetzen will, ist das halt schwierig. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was ständig aktuell ist und was ganz schwierig ist, dass der Senat immer sagt, ja, die Bezirke sind dafür zuständig, wir dürfen da gar nichts machen. Und die Bezirke aber sagen, ja, der Senat stellt uns nicht die Möglichkeiten zur Verfügung, damit wir unseren Aufgaben nachkommen können. Man sieht das ja allein, wenn man sich ummelden möchte und muss dann irgendwie in Juni kommen oder so, weil es vorher keine Termine gibt. Und spontan kann man da nicht mehr hingehen, jedenfalls in vielen Bezirken. Insofern, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, warum sozusagen
diejenigen, die ja auch entsprechende Runden sitzen, weil es gibt ja Kommunikationsschnittstellen auch durchaus zwischen Senat und beziehungsweise zwischen Land und den Bezirken, warum das nicht auch dafür benutzt wird, dass man da eine bessere Struktur und Möglichkeit hinbekommt. Aber ich meine, das ist natürlich. Ja, das setzt halt immer ein Wollen voraus, ja. Wenn das nicht da ist. Also wenn der Willen nicht da ist, dann passiert es auch nicht. Ja. Aber vielleicht können wir uns nochmal ansehen oder darüber sprechen, wie es tatsächlich in anderen Städten aussieht. Du hast als erstes fällt einem da immer irgendwie Kopenhagen ein und Amsterdam und jetzt hört man von den Plänen in London, wo im Prinzip Schnellwege gebaut werden, damit Fahrradfahrer an dem großen Strauß in der Innenstadt vorbeifahren können tatsächlich. Und also was, ich weiß jetzt nicht das Jahr, aber was in London jetzt schon lange existiert, ist ja diese City Maut, also überhaupt sozusagen, das ist ja, also weil wir da vorhin drüber gesprochen haben, dass so wenige Berliner Haushalte in der Innenstadt ein Auto haben, ein eigenes, was bei der Statistik immer, also ich habe da schon viel versucht zu recherchieren, was man nicht rausbekommt ist, also die Dienstwagenquote in Deutschland ist extrem hoch, also unter den Neuanmeldungen ist es über 50%. Und wenn die Leute sozusagen zwar alle keinen privaten Pkw haben, aber einen Dienstwagen fahren, dann würde der jetzt in dieser Privat-Pkw-Statistik ja nicht auftauchen, trotzdem steht er aber irgendwo rum. Das zweite sind die Pendler, die in die Städte kommen, also das ist jetzt Stichwort London, was London halt versucht hat zu reduzieren durch diese City-Mode. Das wäre so ein bisschen wie bei uns hier diese lächerliche Umweltzone, dass man die sozusagen verbindet noch mit diesem Pendelverkehr. Sagen, Pendler müssen halt einfach dafür zahlen, wenn sie in die Stadt reinfahren, passiert auch nicht. Dann Schnellradwege, soll, also gab ja mal die Planung von Potsdam, ich weiß gar nicht, ob der wirklich irgendwie, ob das nur so eine Idee war oder ob das jetzt da irgendwie schon Pläne für gibt, also zwischen Berlin und Potsdam halt so ein Schnellradweg zu machen, aber das Ruhrgebiet baut sowas jetzt. Also da sind sie schon ein ganzes Stück weiter und das wird vor allem in den Sommermonaten, denke ich, einfach Leute, die nicht nur 4-5 Kilometer fahren, sondern 15 eine Strecke oder noch mehr, plus E-Bike, ist wirklich eine Alternative zu öffentlichem Verkehr oder Autoverkehr. Und was vielleicht auch noch zu wenig untersucht ist, ist, was passiert eigentlich, wenn Radfahrer, also wenn Autofahrer in den öffentlichen Verkehr drängen, also wenn man jetzt öffentlichen Verkehr attraktiver macht, die steigen aber als Pendler ja nicht aufs Fahrrad. Da muss man sozusagen die, die jetzt im öffentlichen Verkehr sind, aufs Fahrrad bringen. Und da gab es in Hamburg mal eine Studie, ja, also sozusagen die Leute, die jetzt in der S-Bahn sitzen, also innerhalb der, oder U-Bahn fahren, innerhalb des S-Bahn-Rings, die müssen dann Fahrrad fahren, damit die anderen in die S-Bahn und die U-Bahn können. Denn irgendwann kann man die Taktfolge auch nicht mehr erhöhen. Ja? Also da kann man vielleicht die Züge noch länger machen, dann geht auch nicht, dann sind die Bahnsteige wieder zu kurz und so. Aber das sind sozusagen alles, da ist halt zu kurz gegriffen zu sagen, ich stelle da jetzt eine Radverkehrsanlage mehr auf und dann hat sich das schon. Das sind halt wirklich, glaube ich, komplexe Dinge, wo Leute sich auch lange mit beschäftigen müssen. Trotzdem gibt es eben auch ganz kleinteilige Sachen, also dass man einfach mal eine Parkraumbewirtschaftung innerhalb des S-Bahn-Rings macht. Das würde ich sagen, geht innerhalb von 2 Monaten, da muss man nicht lange überleben. Ja. Das zweite wäre zu sagen, was ich sofort machen würde, da muss man nur Schilder umstellen oder abmontieren, ist Schönhauser Allee, keine Ahnung, nehmt einfach diese Autos, die an der Straße stehen, Parkverbotszone oder stellt sie dahin, wo jetzt der Radweg ist, lasst die Leute rechte Spur fahren mit dem Fahrrad, das ist alles fertig. Da muss ich doch keinen einzelnen Euro investieren. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich wieder nicht verstehe, warum passiert das nicht schneller. Also, ich würde sagen, liebe Radfahrer, fahrt einfach rechte Spur. Ignoriert diesen Radweg, der ist ein Witz. Also dieser Radweg kommt vor Gericht nirgendwo durch. Da sind nur runde Schilder, irgendwelche Stühle, Fußgänger, kroppelige Steine. Diesen Rad, also ich benutze den nie. Wenn ihr in der Masse einfach rechte Spur fahrt, nach einem Monat habt ihr da euren Radverkehrsstreifen. Fertig. Also das ist halt so dieses, da haben wir schon oft drüber geredet, was macht sozusagen die Politik, die schläft. Dann muss ich halt selber was tun. Und wenn genug kritische Masse da ist, dann passiert das einfach. So, wo ich wirklich gespannt bin, was dieses Jahr mit der Linienstraße passieren wird. Die eine Hälfte ist Baustelle, die andere Hälfte stehen sie in der zweiten Reihe. Irgendwann werden die Leute wahrscheinlich die Autos demolieren oder so.
Man kann da nicht Fahrrad fahren. Linienstraße. Also das als Fahrradstraße zu bezeichnen, ist einfach... Zur Erklärung, Linienstraße ist ein relativ langer Abschnitt, der Fahrradstraße ist und sozusagen als Parallelstrecke zur Torstraße, glaube ich, ist südlich davon. Und da gibt es viel, also die Idee sozusagen, solche Fahrradstraßen anzubieten als Alternative für stark befahrene Hauptstraßen, finde ich total super. An der Umsetzung gibt es aber noch viel zu verbessern. Nein, also allein, dass man. Es gibt den Zielkonflikt, dass die Fahrradstraßen nicht effektiv gegen Durchgangsverkehr geschützt werden. Schon in der Linienstraße, dass man geparkt wird. Die Linienstraße ist bewusst eng gemacht worden, damit es für Autofahrer unattraktiv ist. Das sind die Diskussionen in der Corvina. Wir müssen die eng machen, damit die Autofahrer nicht abkürzen. Fahrradstraße ist dadurch definiert, dass ich zu zweit nebeneinander in zwei Richtungen fahren kann. Wenn da vier Fahrräder nebeneinander auf der Straße sind, plus Sicherheitsabstand, kann da kein einziges Auto stehen. Das ist allen verantwortlich völlig klar. Aber in dem Moment, wo ich das mache und gleichzeitig nicht effektiv den motorisierten Durchgangsverkehr raushalte, ich kann da auch keinen Anliegerparkverkehr machen. Das geht einfach nicht. Wenn da einer die Tür aufmacht, passt da höchstens noch ein Fahrrad. Meine Methode, darauf warte ich wirklich diesen Sommer, ist zu sagen, ich nehme die Dinge selbst in die Hand. Entweder alle Schilder, wo Fahrradstraße draufsteht, lächerlicherweise werden abmontiert, oder man malt diese Fahrräder auf die Autos, die da stehen, oder man schreibt jeden Tag hin, dass es keine Fahrradstraße, auch dass sie nicht durchgezogen ist. Es ist einfach, an jeder Kreuzung ist die Fahrradstraße wieder aufgehoben. Es ist einfach lächerlich. Also das ist so wie wenn man, ich weiß nicht, wer das Bild mal gebracht hatte, irgendwie auf der Autobahn fährt und sozusagen überall, wo es auch im Prinzip jetzt Fußgängerbrücken oder ähnliches gibt, gibt es dann irgendwie man muss sozusagen auf der Autobahn immer stoppen und dann warten, bis sozusagen wieder der Überweg freigegeben ist oder der Fußgängerüberlauf ist. Und das würde ja auch kein Autofahrer akzeptieren. Insofern, diese Fahrradstraßen machen auch in meinen Augen eigentlich nur Sinn, wenn sie tatsächlich durchgängig zu befahren sind. Und also im Prinzip. Das ist genau das, was wir am Anfang hatten, was Sie gesagt haben. Das Erstaunliche ist, dass die Radfahrer da trotzdem fahren. Also sie müssten eigentlich von morgens bis abends protestieren. Also ich fahre in der Torstraße, weil ich finde, das ist die Hölle, da zu fahren. Das ist aber auch, was interessiert, für die Ampel, wenn bei den Ampeln in der Torstraße mehr als rechts vor links in der Linie. Das mit den Ampeln verstehe ich nicht. Wir sind jetzt hier zusammen hier rübergefallen. Du fährst ganz anders als ich. Jetzt weiß ich, warum ich Ampeln nerven. Ich schaue ungefähr 500 Meter vorher, was macht die Ampel. Wenn ich sehe, die steht gerade auf Rot, dann weiß ich doch, ich kann mir jetzt Zeit lassen. So, dann bin ich genau da, wenn grün wird. Oder kurz vorher, wenn die Abbieger grün haben, der grüne Pfeil an ist, weiß ich, ich kann schon fahren, dann kommt ja keiner so. Und Torstraße kenne ich ja alle Ampeln inzwischen. Also da. Aber nochmal zurück zu dem Raum, der zur Verfügung steht. Das ist ja auch mal eine Diskussion, wie viel Raum, Stichwort Linienstraße, Stichwort Holzmarktstraße, wo dort umgebaut werden soll, stellt man eigentlich wem zur Verfügung. Da gibt es ja auch immer wieder Initiativen, das irgendwie sichtbar zu machen oder darüber zu diskutieren, was da so die besten Lösungen sind. Was ich sehr eindrucksvoll fand und immer wieder finde, sind die Möglichkeiten, die sich eigentlich bieten, wenn man tatsächlich sagt, man stellt sich eigentlich nochmal vor, was passiert eigentlich, wenn man die Autos tatsächlich wegnehmen kann. Und also nur als Bild sich mal vorstellen, auch wenn man durch die Straße läuft, und in anderen Städten wird das ja teilweise schon gemacht, dass man zum Beispiel die Straßen komplett sperrt und baut da einfach ganz andere Sachen auf einmal hin. Dann ist auf einmal Platz für Spielplätze, dann ist auf einmal Platz noch für ein Straßencafé, was vorher nicht möglich war. Und die Funktion im Prinzip von der Straße ist auf einmal ein ganz anderer. Entschuldige, dass ich so blättere, aber also in diesem Buch sind 1 Million Fotos.
Kurze Frage dazu, soll ich mal das Licht anmachen? Das ist langsam ein bisschen tot. Ja, also ich kann das auch gerne mal rumgeben. Ich habe mir dieses Buch widmen lassen für die Stadt Berlin. mir wurde schon vom Verlag versichert, dass sowohl bei Herrn Müller als auch bei Herrn Hedler ein Exemplar auf dem Schreibtisch, also auf dem Schreibtisch, vielleicht liegt es auch so als Stütze unter. Eine Idee vielleicht für die schriftliche Anfrage, die Stimmung hinter der Antwort auf wie viele Seiten er schon gelesen hat und welche Schlüsse er dann noch hat. Die Bilder. Also ein super Beispiel jetzt für was das, ein Lieblingsbild ist, frage ich mich. Nee, was du jetzt gerade gesagt hast, ist der Times Square in New York. Also da, den hat er, also oder sein Büro sozusagen mit umbauen lassen und die haben also gesagt, sie würden den gerne mal für 2 Monate sperren und haben da so Stadtmöbel aufgestellt und so, die man wieder abtransportieren kann vielleicht. Und da ist es so gut angenommen worden, dass es halt so geblieben ist. Und das wäre genau so eine, also weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute sehen gar nicht, dass die Straßen komplett zugeparkt sind. Also mich nervt es wahnsinnig, aber ganz viele Leute, für die ist das der Normalzustand. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen Gewohnheit. Also die sind daran gewöhnt, dass überall Autos stehen. Und dass die Autos jetzt auch schon um die Ecken, also eigentlich müssen die 3 Meter immer an der Ecke freilassen, ist ja auch nicht mehr, das ist alles jetzt zu. Und dass man da mit seinem Kinderwagen, dass überall Autos auf den Gehwegen stehen und man da irgendwie so eine Art Slalom veranstalten muss, ist alles völlig normal. Das Einzige, was nervt, weil daran sind die Leute noch nicht so lange gewöhnt, sind diese Radfahrer, die, ja, diese sogenannten Kampfradler, die jetzt ja überall aufgetaucht sind. Die stören die Leute, die Autofahrer, die ich weiß nicht wie viel Geschwindigkeitsübertretungen, der ADFC ist immer die Quelle, 800.000, was letztes Jahr festgestellt wurden bei Autofahrern, nee, der Radfahrer ist wieder bei Rot gefahren. Also diese Wahrnehmungsverschiebungen, da kann man auch statistisch irgendwie nicht gegen vorgehen, aber man kann natürlich andere Wahrnehmungen etablieren, wenn man sie mal schafft für eine kurze Zeit. Also das wäre auch diese eine Monat E-Mobilität in Pankow, wäre diese Möglichkeit gewesen zu sagen, ich eröffne mal einen anderen Erfahrungsraum. Sehr schönes Beispiel auch in dem Buch ist in Südkorea, da ist das mal einen Monat gemacht worden, ein Stadtteil komplett ohne Autoverkehr. Die Leute machen einen Monat Erfahrung, oh Gott, ich kann meine Kinder auf die Straße, die können einfach, ich muss da nicht immer schauen, ich muss nicht immer sagen, pass auf. Und danach denken die ja, irgendwie war es vorher besser. Und ich glaube, das wäre auch was ganz Wichtiges. Also wir haben ja letztes Jahr so diesen Parking-Day, ich weiß nicht, soll ich noch was erzählen? Oder yeah. Ja. Also es findet einmal im Jahr statt, das ist immer der 3. Freitag im September, glaube ich. Wo eben eine Straße, wo einfach Parkraum, also sogenannter Parkraum, da wo Autos stehen, anders genutzt wird. Also man sieht, also wir haben eine Straße genommen mit Parkraumbewirtschaftung, man sieht einen Parkschein und nimmt dann diese Abstellfläche für den PKW, nutzt den irgendwie anders. Und das ist genau so, dass man sagt, so für einen Tag können Leute hier mal ihre Straße anders wahrnehmen und man sieht so, was auch möglich wäre. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also in Salzburg gibt es so eine Supergruppe, die als Kostwert wahnsinnig viel Zeit in Vorbereitung, die richtig mit Rollrasen ganze Straßen anders baut. Es gibt jetzt in Prenzlberg eine Initiative, wird auch wieder ziemlich viel Bürokratie in den Weg gelegt, aber vielleicht machen sie es. Die machen einmal im Monat eine Nebenstraße dicht und machen eine Spielstraße draus. Also ich höre das schon. Und wollen dann einfach Parken an beiden Seiten und dann werden die Kinder eingeladen, um da Kinderfest zu machen. Also solche Sachen kann man einfach auch. Ja, oder ich meine, also dieses Guerilla-Gerade nehmen, das also so in diesen ganz kleinen Formen existiert das ja auch in Berlin zu sagen, da ist immer diese völlig zugeschissene Baumscheibe, ich pflanze jetzt Pflanzen hin und also in der Straße finde ich das wirklich cool und da ist so eine Kita. Und dann immer diese Kinder, und ich meine, die stellen sich nicht hin und gucken, oh, schau mal, hier ist noch ein schönes Auto, sondern diese 2 kleinen Blümchen wieder. Da bleiben sie stehen und da wird geguckt und so. Bei Potsdamer Platz wäre das, glaube ich, mal echt eine gute Sache, den mal für 2 Monate für den 2-stufigen Verkehr zu sperren, weil da ist das ja immer sehr auffällig. Das sind ja häufiger Demos und dann stehen irgendwie immer die 5000 Demonstrationsteilnehmer auf dieser winzig kleinen Freifläche da. Dann stehen noch die Touristen drumherum und fotografieren da. Und in haaresbreiter Abstand rauschen Autofahrer entlang irgendwie. Es ist immer alles irgendwie vollgestellt, obwohl es da überhaupt gar keinen Parkplatz offiziell gibt.
Also da mal wirklich 2 Monate lang ohne zweispurige Fahrzeuge, das wäre, glaube ich, mal echt spannend. Also ja, also die Frage, also so Ideen, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, 1000 solche Ideen. Die Frage ist immer, wer macht das? Also zum Beispiel Straße 17. Juni, da gibt es diese Achse von Bellevue-Allee, Potsdamer Platz, Schloss Bellevue. Und da gibt es auf der Straße 17. Juni diese winzige Stelle, also erst rauscht der Verkehr in die eine, dann steht man in der Mittelinsel, und dann rauscht er in die andere und dann, bis man rüber kann, da ist kein Zebrastreifen, keine Ampel, nicht mal so eine bescheuerte Drückampel, da ist gar nichts. Mhm. Dieser Streifen in der Mitte ist so schmal, dass man mit dem Lastenrad da schon nicht mehr stehen kann. Jemand, der mit Kinder, Anhänger, was auch immer, müsste sich diagonal stellen, dass er nicht vorne oder hinten abgefahren wird. Das ist eigentlich unzumutbar. Ich hätte Riesenlust, da einen Zebrastreifen hinzumalen. Dann braucht man Leute, die mitziehen, um zu sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Stunde, der Zebrastreifen ist nie frei. Ja? Es kommen, es gehen Leute immer hin und her und die Autos schauen nicht, keine Ahnung wohin, einfach mal dieses Spiel umzukehren. Und ich meine, ich könnte mal die ganze Straße sperren, das ist gut, weil irgendwie, wenn Fußball-WM ist und dies und das ist, geht es ja auch. Das wäre jetzt nur ein kleines Beispiel aus Wien. Also da gab es zum Beispiel so eine Straße, da waren ewig Baumaßnahmen, da haben sie gemerkt, der Verkehr arrangiert sich irgendwie anders, diese Straße ist nie wieder für den Autoverkehr eröffnet worden. Also ist alles machbar. Also ich glaube, dass es gerade bei in anderen Städten eben viele Beispiele gibt, die man sich im Prinzip nur abgucken müsste. Eins sehen wir jetzt da oben gleich. Nicht so schlimm. Achso, wir waren eigentlich in London. Da sieht man zum Beispiel, wie auch eine Kreuzung mal ganz anders aussehen kann. Und wie es auf einmal total attraktiv wird, mit dem Fahrrad diese Straße zu benutzen. Und total attraktiv mit dem Auto und mit dem Auto zu hören. Käfestraße ist auch so eine Kreuzung. Aber es gibt eben auch so auf dem Weg sozusagen hin vielleicht zu einer autofreien Innenstadt oder autofreien Stadt sogar, ja durchaus so, ja, so Schritte, die man gehen kann, wo man sich einfach auch dran gewöhnen kann und wo man Anreize, wie du am Anfang auch schon erklärt hast, setzen kann, um einfach dafür zu sorgen, dass viele erfahren, wie praktisch es eben auch sein kann, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ja, wo ist da das eben jetzt wieder das Problem, das muss jemand so entscheiden. Also der Moritzplatz wird jetzt umgebaut. An den kritischen Stellen, wer muss wieder auf Platz verzichten? Der Radfahrer. Also das, ja, oder Kotti. Also ich meine, sowas muss man erstmal bauen. Ja, und da geht es dann wieder darum, wenn wir an vielen Stellen solche Vorschläge auch machen, dann merkt man wieder, also es funktioniert halt nicht, dass zum Beispiel der Senat dann einfach sagt, wir bauen jetzt den Moritzplatz um, sondern das muss eben der Bezirk machen, so weiter und so fort. Also es ist eben, gibt einfach immer viele Stellen, die dann auf eine andere Stelle verweisen und deswegen können wir das nicht machen. Ich glaube aber, dass dieser Bewusstseinswandel auch nochmal wichtig ist und dass man sich im Prinzip tatsächlich viele Dinge abschauen kann. Und ja, ich glaube, wir kommen so ein bisschen weiter, wenn wir dafür sorgen, dass diese Themen auch weiter im Gespräch bleiben und sozusagen auch immer wieder auf der Tagesordnung sind und nicht verschwinden. Mein Plan ist deshalb auch in der nächsten Zeit einfach noch öfters zum Thema Radverkehr und zum Thema Gesamtnetz im Abgeordnetenhaus dafür zu sorgen, dass das auf der Tagesordnung steht, weil auch das immer natürlich eine Möglichkeit ist, dass sich einfach immer auch die Verantwortlichen immer wieder irgendwie auseinandersetzen müssen damit und man im Prinzip so mit dem Prinzip steht da, Tropfen hält den Stein, vielleicht auch zumindest kleine Fortschritte irgendwie erzielen kann. Also ich glaube, was extrem wichtig ist, weil das ganz vielen Leuten nicht klar ist, ist, dass Verkehr nicht etwas Sekundäres ist, sondern dass Verkehr oder die Art, wie wir Mobilität organisieren, extremen Einfluss darauf hat, wie wir leben. Und also jetzt zu sagen, es ist sozusagen so ein Nebenressort, ist, glaube ich, wirklich
Also es ist eine völlig falsche Einschätzung. Also wie Verkehr in der Stadt stattfindet, das strukturiert unser Leben. Und ich glaube, dass das ganz vielen Leuten nicht klar ist. Und dann hängen da noch andere Sachen dran. Also eben in Paris ist jetzt wirklich, also es ist erstaunlich, weil ich war lange nicht in Paris, bin dann nach Paris gefahren, als sie dieses Fahrradleihsystem eingeführt haben, was super funktioniert. Und da gibt es halt jetzt auch so eine so Quartiere, die sich Eco-City, glaube ich, heißt es, nennen, wo eben Verkehr kombiniert wird, auch mit anderen Formen von Wohnen, Energieerzeugung, Energieeffizienz. Also da hängt sozusagen ganz viel dran, wenn ich über Verkehr nachdenke. Ja, weil das also eben auch mit Bau, mit Architektur, mit Versorgung, also eigentlich sozusagen alle Bereiche, die uns betreffen oder unser Leben ausmachen, sind mit Verkehr verbunden. Ja. Gerade wir haben in Berlin auch, weil das Leihradsystem ja auch sozusagen möglicherweise neuen Betreiber kommt, voraussichtlich aber doch nicht. Einfach dass man sich eben auch weiterentwickelt und dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass möglicherweise an bestimmten Stellen es die Möglichkeit gibt, sich zum Beispiel Lastenräder auszuleihen, um erstens das einfach mal zu testen und zweitens, wenn schon überall irgendwelche Stationen sind, man dann vielleicht zumindest dafür benutzt und da dann auch zum Beispiel die Möglichkeit noch hätte, auch Ladestationen oder Ähnliches zu machen. Also das Leihfahrradsystem hat sich ja nicht nur nicht weiterentwickelt, das hat sich ja in Berlin gerade massiv zurückentwickelt mit diesen bescheuerten Stationen, die man natürlich auch nur in den Touristenmetropolen findet. Und da, wo man früher auch irgendwie immer ein Fahrrad gefunden hat, gibt es halt inzwischen gar keine mehr, weil da keine Station ist. Ja, ich glaube, also da, das wäre auch so ein Punkt zu sagen, dass sich, also da zum Beispiel Paris extrem unterscheidet von Berlin. In Berlin hat fast jeder, der hier wohnt, selber ein Fahrrad. Also ich würde hier nie ein Fahrrad ausleihen. Warum? In Paris haben ganz viele Leute kein Fahrrad gehabt. Die Distanzen sind ganz andere. Und dann ist natürlich auch, also dieses Leihfahrradsystem funktioniert da anders und es gibt viel, viel mehr Stationen, wo man es abgeben kann und so. Aber ein ganz großes Problem, was man mit diesen Leihfahrrädern hat, wenn es E-Bikes werden oder E-Lastenräder sogar, ist Vandalismus und Diebstahl. Also das hatten wir ja manchmal auch als Thema, was wir jetzt, worauf wir gar nicht eingegangen sind oder was vielleicht auch nicht sein muss. Also wie sicherst du diese Räder? Ja, da gibt es ja durchaus schon Möglichkeiten, mit Technik dem auch vorzubeugen. Es ist aber, also vielleicht zum Schluss das Thema Diebstahl, es ist natürlich schon bemerkenswert, was ich auch in letzter Zeit immer wieder so mitbekomme, wie schnell Fahrräder tatsächlich verschwinden. Mir ist auch noch nicht so ganz klar, wie das funktioniert. Ein Freund von mir, wir waren zweieinhalb Stunden auf dem Alex am Samstag vor drei Wochen zur Mittagszeit, 50 Meter neben der mobilen Polizeiwache, ist das abhanden gekommen, gesichert mit einem hochwertigen Schloss, keine Spuren zu finden. Also ich weiß nicht, ob es da vielleicht irgendwelche geheimen Zentralschlüssel oder ähnliches gibt, aber manchmal hat man den Eindruck, dass einfach nur Leute hingehen müssen und sie schaffen es, das zu öffnen und können es dann einfach mitnehmen. Genauso wie jetzt auch von dem Mitarbeiter hier im Bundestag, direkt unter dem Bundestag, wo ein Polizist daneben stand im Prinzip, mit Kameraüberwachung und allem, jetzt offensichtlich nichts dagegen, dass das Fahrrad dann trotzdem. Ja, aber wir haben ja schon so Selbstversuche unternommen, also das eigene Fahrrad sozusagen geklaut. Und du kannst da mit der Ortsange stehen, sagt auch keiner was. Also ich glaube, auch da muss es eine Strategie geben. Ich warte noch, ich hatte gehofft, dass sie heute kommt. Sie ist eigentlich überfällig, eine Antwort auf eine schriftliche Anfrage zum Thema Strategie gegen Fahrraddiebstahl. Denn überall sonst, auch was Wohnungseinbrüche und Ähnliches angeht, macht die Polizei auch im vorbeugenden Bereich viel. Und ich glaube, dass es nicht sein muss, dass man das einfach nur so hinnimmt und sagt, genauso wie ja, die Auskunft ist bei den Verkehrstoten, die steigen und dann wird gesagt, naja, das sind statistische Schwankungen. Ich glaube, man muss alles dafür tun, dass niemand im Verkehr umkommt. Und genauso kann man sich eben auch Gedanken, oder sollte man sich Dinge überlegen, und da gibt es durchaus einige Ansätze,
wie man verhindert, dass eben zum Beispiel Fahrraddiebstahl einfach in dem Maßstab passiert, wie er einfach in Berlin auch stattfindet. Ja, oder also dazu noch zwei kleine Anmerkungen. Das eine ist ja, dass die Polizei diese Kodierung macht, also, ja, das stimmt. Also das ja auch anbietet. Das ist sozusagen immer, es ist nicht präventiv, also vielleicht kann man das, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie markiert ist, also ob man es dem Fahrrad ansieht, wie ist das markiert ist. Ja, also in der Regel bekommst also du einen Aufkleber drauf. Aber die Aufklärung, das, also wenn das, der Fahrraddiebstahl erfolgreich war, soll da ja besser werden, keine Ahnung, ob das stimmt. Das Zweite ist, es gab ja jetzt auch in diesem statistisch, eine, also die Wohnungseinbrüche haben auch zugenommen, Wohnungs- und Hauseinbrüche. Und da gab es jetzt eine tolle Idee, so ähnlich wie diese Abwrackprämie, zu sagen, Leute, die also wieder irgendwie die Versicherungswirtschaft oder die Bauwirtschaft zu stärken, die kriegen jetzt Geld dafür, also sie werden sozusagen kriegen eine Prämie dafür, dass sie ihre Sicherungsmaßnahmen verbessern. Also man könnte ja auch sagen, alle Radfahrer kriegen jetzt Geld dafür, dass sie sich bessere Schlösser kaufen können. Das wäre doch auch ein guter Vorschlag. Genau, oder es gibt einfach ein Programm, wo gute Schlösser wieder gemacht werden und tatsächlich ich weiß nicht, ob das deutsche Firmen sind. Total dafür. Ja, also, aber sind das deutsche Firmen? Das ist es ist was, was es in anderen Städten auch gibt, wo in Berlin auch noch keine Anstalten gemacht sind, sind so abschließbare Möglichkeiten, im Altbaubestand Fahrrad abzustellen. Sei immer, wo ist das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof? Nee, Fahrradparkhaus ist das eine am Hauptbahnhof, aber was ich noch mal irgendwie versuche reinzubringen, ist im Wohngebiet. Du hast im verdichteten Altbaubestand einfach zum Teil nicht die Möglichkeit. Das kannst du bei Neubauten kannst du verlangen, die sollen Fahrradabstellplätze und Fahrradkeller und Möglichkeiten schaffen. Aber im Altbaubestand, wenn du die Dinger nicht hast, wo lässt du über Nacht dein Fahrrad? Du schleppst es im Keller, du schleppst es im vierten Stock, das geht nicht. Und es gibt eben in Dortmund, in Hamburg, gibt es die Möglichkeit, auf öffentlichem Straßenland Fahrradparkplätze abschließbar zu machen. Und da streut man sich aber nicht. In Hamburg gibt es das auch, da gibt es ja das sind Sachen über Fahrradhäuschen, ja. Und Boxen in Berlin oder so was in der Richtung. Genau. Könnte auch so die Aufzugswirtschaft sponsern, indem man sagt, alle Häuser brauchen jetzt Aufzüge für Fahrräder, damit die Leute eben Fahrräder mit dem Kunden. Nee, ich will lieber zwei Parkplätze auf der Fläche von zwei Parkplätzen, ich will vielleicht 12 Räder runter. Ja, das ist ganz okay. Selbst mit dem Aufzug ist das doch. Also ich meine, es ist unattraktiv, mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn man das erstmal aus der Wohnung raus, am besten in der Wohnung, dann erstmal von seinem Fahrradlift runterlassen muss, da abkoppeln, irgendwie rausschieben, in den Fahrstuhl rein, aus dem Fahrstuhl raus durch die Wohnungstür, durch die Haustür. Dann kann man mit einer Miete steigen, weil du jetzt einen Fahrradfahrstuhl hast. Aber ich bin gespannt, wie du da mit deinem Lastenrad in den Markt kommst. Mein Lastenrad steht im Hof, weil das kriege ich nicht die Kellertreppe runter. Es gibt ja auch keine Rampe, sowas kann man ja nicht bauen, das wäre total schwierig, kompliziert. Gab es schon in Ägypten, aber also ich finde es nicht. Und das Seil natürlich auch total. Also es gibt da vielfältige, glaube ich, ganz konkrete Themen, wie die Absurdität, dass ja immer bei großen Einkaufszentren zum Beispiel auch Fahrradabstellanlagen laut Bauordnung gemacht werden. Oder angeboten werden müssen. Und dann, aber was die Piraten jetzt mal durchsetzen konnten, wäre, dass man die Bügel nicht längs zur Fahrbahn aufstellt, sondern im rechten Winkel. Das wäre schon ein solcher Fortschritt. Ja, weil sie kommen nämlich, also zum Beispiel an Bahnhof Viertelstraße, sind die alle so, da kommen die Fußgänger auch nicht mehr durch. Man würde ja viel mehr unterkriegen, wenn man sie einfach so lang hinstellen würde. Ich weiß nicht, wer sowas, ich denke mal, es sind Leute, die sind noch nie Fahrrad gefahren und noch nie ein Fahrrad irgendwo angeschlossen. Also auch die Abstände zwischen diesen, das scheint auch, da gibt es keine Norm oder was, das ist ja auch viel zu eng. So, letzten. Könnt ihr mal machen. Ganz kleinteilig. Ich bin gespannt auf die Antwort des Senats auf den Berichtsauftrag aus dem Hauptausschuss, wo es genau darum ging, wie Fahrradabstellanlagen sinnvoller gestaltet werden können, weil ich finde auch diese weiß-roten Baken durchaus fragwürdig, die dann immer da aufgestellt werden. Ja, diese Schilder, die also gerade im
Innenstadtbezirk sieht man das ganz viel. Schützenstraße, Friedrichstraße und so weiter. Naja, dass diese. Die Deutsche Bahn. Das immer, das immer so aussieht, als wenn da eine Baustelle wäre. Ja. Gut, aber da bin ich gespannt, was sich der Senat dazu ausdenkt und dann kann man ja gucken, wo man ihm noch irgendwie helfen kann. Ich glaube, es gibt noch viele Möglichkeiten. Also da in dem Senat sollte man mal eine neue Erfahrung zukommen lassen, indem man einfach mal vier Wochen Fahrrad fährt. Das wäre, glaube ich, die beste Maßnahme. Ja, aber es gibt Musterbeispiele des Senats, der auch den Bezirken zur Verfügung stellt, wo der sagt, so sollte das, so ist sozusagen eine schöne Fahrradabstellanlage oder ähnliches. Also gerade im Bereich der Bauordnung und so weiter gibt es das, auch was sozusagen dann ausreichend ist und was nicht. Was ich zum Beispiel nicht ausreichend finde, ist wie zum Beispiel bei der Wall of Berlin, wenn da die Fahrradabstellanlagen in die Tiefgarage installiert werden und man darf mit dem Fahrrad dann aber nicht in die Tiefgarage reinfahren. Es ist da dann auch sinnvoll, wenn man dann einfach mal mit dem Fahrrad dann in die Mall geht und dann einfach mit den Aufzügen in die Tiefgarage fährt und dann das dann mal 200 Leute machen. Kann vielleicht auch auf, vielleicht muss man da dann noch mal was lernen. Also insofern, insofern eine ganz, also einfach, glaube ich, ist es hilfreich. Ich glaube, wir kommen dann mal zum Schluss. Wir können ja dann auch noch weiter irgendwie im Gespräch beim gemütlichen Teil vielleicht bleiben oder auch sonst. Ich glaube, dass es irgendwie Sinn macht, sich natürlich immer anzugucken, was gibt es als ganz konkrete Punkte und Stellen, wo man irgendwie für eine Verbesserung sich einsetzen kann. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, auch immer sich zu überlegen, wo will man eigentlich hin. Und welches Ziel oder welche größere Ziele hat man eigentlich vor Augen, die man jetzt einfach so im nächsten Schritt mit Sicherheit noch nicht erreichen kann. Und gerade in dem Bereich, glaube ich, kann man sich ganz viel abgucken von Städten, die da ganz massiv vorpreschen und sich im Prinzip richtig darum reißen. Unter anderem mit viel Geld, aber auch mit viel Energie wie Paris und London und auch Wien. Dafür zu sorgen, dass der Radverkehr einfach noch attraktiver wird und auch zu der Selbstverständlichkeit im Stadtbild gehört und es sozusagen vielen Leuten dann noch viel mehr ermöglicht wird, sozusagen sich mit dem Rad in der Stadt vorzugehen. Insofern bedanke ich mich bei dir für das Kommen. Können wir als nächstes gucken. Und für deine Ideen und empfehle nochmal dein Buch. Das kann man natürlich auch nochmal reinschauen. Man darf das auch kaufen und mitnehmen, darfst du nicht sagen? Man darf es auch kaufen und mitnehmen. Und ja, dann danke ich dir für deine Anregung. Ich hoffe, wir sehen uns nicht zum letzten Mal und kämpfen alle für ein besseres. Also eine kleine Anmerkung noch zu dem, was du zuletzt gesagt hast. Also Paris hat wirklich 2020 ist da. Also ich würde nicht immer so defizitistisch vorgehen. Ja? Also ich finde wirklich, also ich bin ja auch, ich muss ja das auch nicht in der Politik durchsetzen. Man braucht wirklich eine große Vision. Ja, scheitern wird man sowieso. Aber wenn ich schon bevor ich Muskeln werden bin, sage ich, werde hinfallen, dann bleibe ich da besser worden. Ich habe das richtig verstanden. Dass Abgeordnete nicht in der Lage sind, Beschlüsse, die gefasst worden sind, wie die Radverkehrsstrategie, einzufordern. Naja, es ist. Da ist die leider konkret genug. Also, wenn auf dieser Mann stellt, sehr konkret 5 Euro pro Jahr pro Einwohner, weiß ich nicht, kann man noch 0,00 hinterschreiben. Euro dazu, glaube ich, steht sogar. Also 5 Euro, klar. Also, an dem Punkt zum Beispiel konkreter kann man es nicht machen. Ja. Es ist an der Stelle so, dass einfach tatsächlich die Interessenslage derjenigen, die dann auch erstens im Senat das ernst nehmen und die Möglichkeit haben, auch in personeller Ausstattung, wir haben jetzt gar nicht über das Thema Radverkehrsbeauftragter und Co. und was da alles noch möglich wäre oder möglich sein sollte, gesprochen. Also einmal, dass
das dort nicht entsprechend ernst genommen wird, also da wird es nicht umgesetzt. Und dann passiert es aber auch zum Beispiel, wenn wir in Haushaltsberatung das einfordern und sagen, gebt dieses Geld oder gebt mindestens dieses Geld dafür aus, dann sagt der Senat oder dann sagen die Abgeordneten natürlich, naja, wir haben jetzt aber hier auch alle schon irgendwie uns zurechtsortiert und das fällt halt hinten unter. Also im Prinzip scheitert es an dem tatsächlichen Wollen, wenn man sieht auch, ja, muss ich nochmal betonen, in anderen Städten, dass es da ja möglich ist. Also Deutschland sagt, ich habe ein Problem an Personen. Es liegt an denjenigen, die sozusagen in der Regierungsverantwortung sind und entsprechende Mehrheiten im Abgeordnetenhaus zustande bringen. Also man kann ja schön träumen mit bunten Bildern oder so. Wir brauchen andere Menschen an der Stelle. Genau. Ja, also ich habe mal irgendwo gelesen, ganz interessante Artikel gelesen. Ganz ehrlich, Berlin hat nicht die Politiker, die es braucht. Berlin hat nicht die Politiker, die es braucht. Naja, man könnte zumindest auch sagen, also eine Möglichkeit wäre ja zum Beispiel gerade mit so einem konkreten Punkt zu sein, Abgeordneten zu gehen, dessen Partei sozusagen das auch mit da reingeschrieben hat. Oder das heißt dessen Partei, aber gibt ja eine Parteizugehörigkeit, wo man sagt, okay, das hat der Senat beschlossen, was tust du denn dafür, dass das irgendwie wirksam wird? Also ich glaube, dass es da einfach ein Zusammenspiel braucht. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, man muss jetzt irgendwie die Menschen austauschen, weil dann können auch die Politiker, die wünschen sich dann andere Wähler und so, sondern ich glaube, man muss schon aufeinander zugehen und im Prinzip mit Nachdruck dafür sorgen, dass eben auch solche Interessen irgendwie durchgesetzt werden. Ich meine, was natürlich auch immer hilft, ist, solche Lobbygruppen wie den ADFC oder ähnliche zu stärken, wobei ich persönlich nach meinem Geschmack, der ADFC hat viel zu brav und viel zu sehr auch damit beschäftigt ist, Kompromisse auch schon vorwegzunehmen, gerade was du eben nochmal sagtest, dass man sozusagen, bevor man losläuft, schon scheitert wird man so oder so, aber bevor man losläuft, sozusagen schon den Schritt so weit reduziert, dass man den vielleicht dann gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann. Und ich glaube, also das ist ein sehr kleiner Teil. Zum Beispiel die Abgeordneten von Piraten besser. Ich höre, dass die Zahlen über die Mobilität in Berlin von 2008 sind. 2013 ist eine Zählung gelaufen, da sind die Zahlen immer noch geheim. Ja. Also die müssen ja da sein. Zahlen beim Senat, sie haben angekündigt, dass sie im Herbst 2015 rauskommen. Die haben erst gesagt Herbst 2014, dann haben sie gesagt Frühjahr 15, und jetzt haben sie gesagt Herbst 15. 2014 sind die in Dresden vorgestellt worden. Und seitdem sind die geheim. Ja. Vielleicht kann man ja mal die Frage stellen, wann endet 2014 in Berlin? Ja, es gibt dazu auch eine schriftliche Anfrage. Ich habe die Antwort jetzt nicht genau im Kopf, aber war auch gerade heute in einem Gespräch mit meinem Referenten wieder Thema, welche Möglichkeiten es gibt, an die Zahlen ranzukommen. Es gibt zusätzlich die Pegelzählung, die sind ja relativ aktuell. Damit kann man also sehen, wie sich der Radverkehr in bestimmten Orten, an einigen wenigen, entwickelt hat. Das heißt also, damit kann man begründen, dass die Zahlen notwendig sind. Also ich würde die erstmal einfordern, bevor ich also davon träume, dass wir hier Kopenhagen haben oder sowas, würde ich doch erstmal einfordern, dass das gemacht wird, was jetzt schon beschlossen ist. Und man kann sich hinstellen und kann sagen, also wir schimpfen über ADFC und wir schimpfen über diesen und jenen oder sonst was. Man kann doch einfach erstmal das einfordern, was schon beschlossen ist. Das machen wir ständig. Leider haben wir an der Stelle dann nicht die Mehrheit, muss man ganz klar sagen, im Abgeordnetenhaus zustande gebracht, die dafür sorgen, dass es tatsächlich auch dort entsprechende Beschlüsse gibt. Muss man ganz klar so sagen. Ich habe auch eine weitere Strategie ist im Prinzip tatsächlich auch durch schriftliche Anfragen erstmal für Öffentlichkeit zu sorgen, dass bestimmte Dinge nicht passieren und dann im nächsten Schritt einzufordern, dass sie passieren. Und warum macht da nicht so viel Stimmen? Das ist tatsächlich ein Thema, was diesen Abend wirklich bringen wird. Aber wenn wir jetzt hier die Wählerbeschimpfung abtreffen sollen,
öffentlichen, offiziellen Teil an der Stelle einfach mal beenden. Man kann ja noch ein bisschen miteinander jetzt reden. Ja, cool, also Entschuldigung, ja. Also es wäre jetzt mal mit den Grünen und mit den Linken sozusagen dieselbe Problematik. Ne? Also bei uns gab es sozusagen jetzt schneller so eine Rückkopplung, aber die Frage ist halt schon, warum erkennen, wird jetzt die Piraten noch am wenigsten dazu zählen, bestimmte Parteien nicht, dass ihre Wählerschaft Fahrrad fährt. Und dass das ein Wahlkampfthema sein könnte. Also warum kann man sozusagen dieses Thema nicht stärker machen, nicht mehr in den Vordergrund bringen? Ich glaube, also wenn ich das jetzt beantworten soll oder darf, ich glaube, dass es tatsächlich daran liegt, dass Fahrradfahrer bei Politikern insgesamt einfach zu wenig sichtbar sind und zu wenig auftauchen. Die tauchen für Politiker als Verkehrshindernis, wenn sie im Auto sitzen, gegen die auf der Straße auf. Aber daran gewöhnt man sich irgendwie. Aber ich glaube, dass sozusagen die Nachdrücklichkeit bei dem Einfordern von bestimmten Dingen, die passieren müssen, fehlt, die andere Gruppen aus meiner Sicht besser hinkriegen. Schafft die deutsche Fahrradindustrie nicht genug Arbeitsplätze? Das ist eine interessante Frage. Ja, aber wenn man jetzt mal Berlin nimmt und bei diesem, was wir vorhin hatten mit den Haushalten, 2/3 der Haushalte haben kein privates Auto, das ist eine Wählerschaft. Warum? Also wie kann ich die mobilisieren? Wie kann ich denen verklickern, dass ich ihre Interessen vertrete als Partei? Ja, und also da scheint ja irgendwie auch noch das mangelhaft sozusagen. Ja. Also bei den Grünen ja noch viel mehr. Bei den Grünen-Politikern würde ich jetzt nicht unterstellen, dass sie mehrheitlich nur Pkw fahren. Also das ja, das stimmt. Also es gibt auch Politiker, die Fahrrad fahren, habe ich schon gesehen. Schönen Wetter. Wir treffen uns am Fahrradstand am Weg. Diese Fahrradständer Abgeordnetenhaus sind für Leute, die kleine Kryptonaten haben, ganz schlecht. Gab es nicht mal die Idee bei den Piraten eines Dienstfahrers? Ja, die gab es. Allerdings ist das eine also ich sag mal so, als Abgeordneter gab es früher eine Fahrkarte von der BVG, dann wurde das in eine Geldleistung umgewandelt und die gibt es bis heute für Mobilität des Abgeordneten. Das heißt, als erstes müsste man dem Abgeordneten erstmal das Geld wegnehmen, dann wenn man sagt, okay, der soll jetzt stattdessen ein Fahrrad. Ich meine, generell als Idee finde ich das ziemlich gut. Ja, also es gibt natürlich tatsächlich ganz praktische Probleme, die man auch sehen muss, aber eigentlich will ich die jetzt nicht so ausbreiten. Es ist auf jeden Fall eine interessante Idee gewesen. Leider kam das ja nicht zur Abstimmung oder das kam ja nicht zur Diskussion. Es gibt auch in Einzelnen, viel interessanter finde ich, welche Möglichkeiten es gibt, diese Idee des Dienstfahrers noch weiter zu fördern und insgesamt auf breitere Füße zu stellen. Aber vielleicht, also ich weiß nicht, ich finde das immer so, ich bin halt Freiberufler und zwar zu 100% und mir zahlt niemand irgendwas. Und ich finde das, ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, der in der Fahrerstelle der Polizei in Köln arbeitet und immer erwartet, dass ihm jeder Scheiß bezahlt wird. Warum kann ich nicht einfach als Abgeordneter Fahrrad fahren und sehen, dass wenn ich irgendwo einen öffentlichen Termin habe, irgendwie fotografiert wurde, ich immer mit meinem Fahrrad zu sehen bin? Und ob mir jetzt das als Dienstfahrrad und ob ich das von der Steuer absetzen kann, mir erstmal wurscht sein. Warum kommt ihr nicht, wenn ihr als Fraktion irgendwo in Erscheinung tretet, mit Lastenrädern? Einfach, ihr müsst Bilder erzeugen. Da geht es nicht darum, ob ich das jetzt irgendwie absetzen kann oder so. Ja, also nicht immer so. So denken ja schon all diese anderen Politiker. Das ist doch das Furchtbare. Ja. Nee, das ist auch. Das also ist tatsächlich ein Thema, was. Können wir auch aufhören mit der Beschimpfung, aber das ist immer so, ich weiß nicht, so immer so dieses, so, ja, ich muss sozusagen erst was bekommen, damit ich dann was. Nee, andersrum.
Ich muss was machen und dann werde ich die anderen schon... Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass ich als Abgeordneter mit dem Fahrrad komme. Deswegen ist es Quatsch, diesen Antrag, oder in meinen Augen ist es Quatsch, diesen Antrag so zu stellen. Denn jeder ist für sich selber verantwortlich und kann sich ja selber darum kümmern, dass er mit dem Fahrrad unterwegs ist. Insofern würde ich das als Schlusswort nehmen und bedanke mich für das Interesse und euer Kommen und freue mich, wenn ihr vielleicht die eine oder andere Frage beantworten könnt.